guter Letzt, auf entspannt, schauen wir jetzt noch neues Chabo-Video. Da habe ich Bock drauf, Leute. Chabo muss mindestens einmal im Stream sein. Ich werde safe Abonnenten anzeigen, wenn... Zerstörung 12.0. Ich habe von der Zerstörung 12.0 noch gar nichts mitbekommen. Leute, willkommen zurück auf dem dreckigsten Kanal der Welt. Und der Bre da vorne, den hat es erwischt, Digga. Wir holen jetzt den Opel Koksa. Bro, ach, Digga. Ich bin noch nie so ein Scheißding gefahren. Der Opel Koksa. Oh, Mülltonne. Bevor wir den Opel Koksa holen, klatschen wir bzw. kicken wir nochmal gegen diese dreckige Mülltonne. Ich fahre jetzt mit diesem scheiß gemieteten Roller zu einem Carsharing-Auto. Und Chabo jetzt übrigens auch bei mir im Netzwerk, ja? Ich habe ja vor Wochen schon, als ich angefangen habe, auf ihn zu reagieren, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Habe ich ihn an meinen Netzwerkmanager weitergeleitet. Chabo ist jetzt also auch in meiner Netzwerk-Gang mit drin. Wir sind jetzt Full Gang Member, Chabo und ich, ja. Dann fahren wir mit diesem Carsharing-Auto zu dem Popel Koksa, der übrigens mittlerweile trocken sein sollte. Ich war ja mit Wuleku in der Waschstraße. Das Video kam ja gar noch nicht mal online, Digi. Warte mal, irgendwo hier muss das Auto sein. Junge, irgendwo muss der Smart jetzt hier sein. Scheiße. Dreck. Chillt mal, Leute. Wo ist denn der jetzt? Ich bin vorbeigefahren. Noch 2 Minuten Reservierung. Scheiß auf ihn. Schnapp den keiner weg. Gib Gummi, du dreckiger Roller. Bro, irgendwo hier, okay. Da ist der Smart, mit dem fahren wir jetzt. Und ich hoffe, dass man diesen Drecksroller hier überhaupt abstellen kann. Foto machen. Anscheinend geht das. Hast du Foto von Roller? Steht Roller gut? Jawohl, läuft. Wie viel habe ich bezahlt? 2 Euro, Junge. Wäre ich doch lieber gelaufen. Es wird heute wirklich ein sehr, sehr gechillter Vlog. Wir holen nur das Auto ab, Bro, weil ich kann das nicht länger da stehen lassen. Meine Abonnenten werden das finden. Das steht mittlerweile schon 2 Tage dort, wenn es überhaupt noch da steht. Das weiß ich nicht. Ihr müsst zusammen ein Auto... Ja, ich sag auch ehrlich, ich hätte da Bock drauf. Also Chabo, der wohnt auch nicht allzu weit weg von mir. Ist jetzt, wie gesagt, auch bei mir im Netzwerk. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gemeinsam mal eine Dreckszerstörung machen werde mit Chabo. Aber nicht bei meinem Lambo. Mir das nicht angeschaut. Deswegen, nein, du dreckige Rotampel. Oh, ich habe keine Zeit. Die Zeit läuft, Junge. Ich muss bezahlen, diese Kacke Smart. Zahlen. Jo, wo bin ich denn? Eiersache, wenn er den Car2Go kaputt macht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, hey, guck mal hier, bam. Ein anderes Thema kurz. Was für ein Businessmensch ich geworden bin. Mit dem Roller fahre ich zum Auto, miete mir dann das Auto und fahre mit dem Auto zu meinem Privatjet und fliege mit dem Privatjet zum Popel Koksa. Wird zwar jetzt hier grün, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen das Fahrzeug holen. Das wird, wie gesagt, ein sehr, sehr gechillter Vlog. Und ich wollte euch einfach mitnehmen, damit ihr auch hinter die Kulissen blicken könnt. Was macht ein Chabo, wenn er gerade nicht dreht? Ganz einfach. Er dreht. Los geht's, du dreckige Ampel. Los jetzt mit dir, Junge. Ich warte hier schon 6 Stunden. Hallo? Ja. Kickdown! Kickdown in der 30er Zone. Okay, lässt er mich? Lässt du mich? Ja, er lässt mich. Oh, was ist der? Irgendwas ist an diesem Auto dick kaputt. Aber vollgetankt ist er. Wow. Wie viele Kilometer hat er drauf? 35.726 Kilometer. Achso, Leute, das Video mit Wuleku, das kommt die Tage. Also es gibt ja noch, glaube ich, 2, 3 Parts, die ich da rausballern muss, oder? Und ihr wisst gar nicht, Bruder, ihr wisst gar nicht, was am Ende passiert ist. Am Ende des Drecksdrehtags ist etwas richtig Krankes passiert. Ich sag nur mal so viel, ich spoiler mal kurz. Polizei, Junge! Polizei! Boah, Polizei! Probleme mit der Polizei! Safe kommt es. Trends, Stress Platz 1 Million und ich werde gar keine Aufmerksamkeit auf dieses Video ziehen, Junge! Ey, wieder übertreibt hier! Bro, ich hasse Drängler! Ich hasse euch! So dreckige Drängler, die in der Baustelle sogar drängeln, die verursachen die Unfälle, Digga. Das ist so. Und ich verstehe es nicht. Was bringt es ihm zu drängeln, Junge? Hier ist doch sowieso 80 km/h. Der brettert da mit 120, Alter, und drängelt jetzt da vorne weiter. Junge, ja, könnte ich ausrot sein. Alles klar, dann müssen wir hier gleich abfahren. Überholen wir nochmal diese Dreckskarre hier, nochmal die Dreckskarre überholen. Und da vorne nochmal die Dreckskarre überholen. Ja, bada. So, nee, den überholen wir nicht mehr. Boah, Junge, die Bremsen von diesem Smart sind so schlecht. Mit Smart Kickdown hier. Da bremst ja der Koksa besser, der komplett auseinander. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie dieser Opel Corsa aussieht. Jawohl, ich hab den noch gar nicht kennengelernt. Grün, seine neueste Bus, Zerstörung. Der? Oh, ich hoffe, der gibt jetzt Gummi. Ja, der gibt Gummi. Gib doch Gummi. Alter Junge, ey. Wisst ihr was? Kurz mal hier ein anderes Thema, beziehungsweise also Thema Bus.
letztes Mal habe ich so ein, letztes Mal war so ein Bus, das war das Thema, Digga. Krasses Thema, Bro, danke. Zu reden, Junge. Ich hab was im Kopf, aber ich habe keine Lust, jetzt euch das hier mitzuteilen, weil ich andere Probleme habe. Mein Kopf ist jetzt beim Opel Koksa. Ich habe die Befürchtung. Es kam doch erst letzte Woche eine Trailmakers-Folge. Entweder wurde er von der Polizei gekascht oder irgendwelche Chabonetten haben den wieder demoliert. Ja, da vorne ist grün. Alles klar, Leute. Hier auf diesem Drecksparkplatz müsste der Opel Koksa stehen. Hier habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Abgestellt. Wo bist du? Ich glaube, ich weiß sogar, wo das gerade ist. Der ist da irgendwo in Frankfurt, glaube ich, so in Nähe vom Flughafen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe ihn. Was sind das für Schlaglöcher, Junge? Wow. Da ist er. Junge, ist er nicht wunderdreckig. Ich hoffe, das Auto kann man hier abstellen. Miete beendet, jawohl, ich bin in der Zone, Junge. Was geht ab, Koksa? Lange nicht mehr gesehen. Alter, sieht der Wagen jetzt schon fertig aus. Gesehen, du Dreckiger. Ich muss aufhören damit, sonst kommt wieder die Polizei. Scheiße! Jetzt ist das ganz abgefallen. Bruder, ich muss noch nach Hause fahren mit dir. So, dann gehen wir mal rein in die Rotzmöhre. Ist es getrocknet? Ja! Nein! Oh Gott, noch nicht ganz. Scheiße, ich war das, ja noch. Das fängt ja auch irgendwann da an zu stinken, wenn das so feucht da innen drin alles ist. In der Waschstraße mit Wulegu. Noch nicht ganz getrocknet. Noch nicht ganz, aber es sieht gut aus. Besser als hätte ich es in meine Dings gestellt. In meine. Ich bin verrückt, Digga. Ich bin verrückt geworden. Dieser Kanal hat mich verrückt. Ja, das ist, weil die wieder in der Waschanlage waren, ist jetzt der Wagen von innen so beschlagen. Guck mal, ich mach die ganze Zeit. Was sind das für Ticks, Alter? Ich habe auch gemerkt, ich mach das in meiner Freizeit auch langsam. Danke für Halbzeit, Jungs. Nein! Oder nein. Es ist ja jetzt schon wieder kaputt. Oh nein, die Batterie! Nein! Scheiße. Keinen Bock. Geh doch einfach. Ist der richtige Schlüssel überhaupt? Wieso geht das jetzt nicht an? Ich verstehe das nicht. Wenn mal hier ein bisschen Wasser reingekommen ist, das kann doch nicht sein. Hört mal jetzt zu. Jetzt hört mal ganz genau zu, Leute. Sonst raste ich aus. Ich schwör's euch. Ich raste aus. Das hier ist ein Parkplatz, wo viele Autos stehen. Und wenn irgendein Spast von euch, irgendein Drecksabonnent der Meinung ist, hierher kommen zu müssen und das Fahrzeug demolieren zu müssen, bei Gott, ich werde jetzt hier irgendwo Kameras aufstellen. Da oben ist, glaube ich, sogar eine, Digga. Und ich werde alles dokumentieren und diejenigen anzeigen. Weil das Ding ist, ich werde das Video heute, was ich jetzt drehe, heute droppen. Ich muss das heute droppen, weil heute ein Video... Ja, das Ding ist halt, Leute, ich kann ihn auch irgendwo verstehen, weil wenn er seine Autos kaputt macht, dann macht er ja Klicks und Geld damit. Aber wenn Leute da hingehen und die Autos kaputt machen, dann filmt er das ja logischerweise nicht und dann kann er damit ja auch keine Videos machen. So, ne? Also wenn Leute da hingehen und seine Autos kaputt machen, bevor er die kaputt macht, dann ist das... schädigen die ihm, ne? Das ist ein finanzieller Schaden entsteht da. Dass das halt, die Leute checken das nicht, die Leute denken nicht so weit. Das ist wie wenn ich zum Beispiel, während ich livestreame, gededost werde. Vielleicht Leute finden das lustig und lachen da kurz drüber, als Beispiel, aber für mich ist das, mir schädigt das, weil mein Stream bricht ab und mir gehen Klicks und Geld verloren und so, ne? Da spielt man mit dem Brot von den anderen. Deswegen, also auch, falls irgendwelche Leute, die das bei Chabo mal Autos kaputt gemacht haben, gesehen haben, ihr findet das vielleicht lustig, weil ihr denkt, ey, Chabo macht die Autos kaputt, ich mach die Autos auch kaputt. Aber Leute, macht das nicht, weil er macht damit sein Brot, er verdient damit sein Geld. Wenn ihr Autos kaputt machen wollt, kauft euch eure eigenen Autos, macht die kaputt. Aber macht nicht die Autos von anderen kaputt. Ne? Das ist das Ding. Wenn ihr kommen muss und dann werdet ihr wissen, wo das Auto steht. Und bei Gott, wenn ihr irgendetwas macht hier, wenn ihr der Meinung seid, irgendwas zu machen, jeden Einzelnen werde ich anzeigen. Ich kann ihn verstehen. Das geht nicht. Das können wir nicht machen, Leute. Das ist richtig asozial. Licht war auch nicht an. Komisch, dass das Auto... Ich brauche aber Dings. Also Leute, nochmal. Lasst dieses Auto einfach so, wie es ist. Chillt einfach, seid einfach ganz normale Chabonenten. Und ihr seht, hier ist eine E-Klasse, glaube ich, Taxi. Hier ist ein anderes Fahrzeug. Wenn ihr hierher kommt und das Fahrzeug anfängt zu demolieren, erstens kommt die Polizei, zweitens beschädigt ihr wahrscheinlich andere Fahrzeuge. Das ist extrem asozial. Also hört einfach auf, lasst die Karre hier stehen, schreibt mir auf Insta und wir können gemeinsam das Auto kaputt machen. Aber so wie bei dem Ratatouille, das geht nicht mehr, Digga. Das geht überhaupt nicht, klar. Das Ding ist ja auch, Chabo ist ja auch zu jedem Abonnenten immer korrekt gewesen. Er hat ja sogar Videos mit seinen Abonnenten gemacht. Und trotzdem sind die Leute so dumm. Aber Chabo, ich sag dir jetzt mal was. Auf korrekt. Und lass dir das sagen von jemandem, der schon ein paar Jahre länger YouTube-Erfahrung hat. Es bringt nichts, nett zu sein. Es bringt dich leider nicht immer weiter, nett zu sein. Natürlich, ich bin auch zu jedem Zuschauer, den ich treffe, korrekt. Aber das Problem ist, wenn du zu nett zu den Leuten bist, dann denken die sich, die können sich zu viel rausnehmen. Dann gibst du denen zu viel Recht. Verstehst du, wie ich meine?
Deswegen, du darfst da nicht zu, es muss so eine klare Grenze gesetzt sein. Wenn Leute dich irgendwo treffen, Bilder machen, okay, schön und gut, klar, natürlich. Gar kein Problem. Ich würde auch an deiner Stelle, Chabo, ich würde auch an deiner Stelle aufhören, mit deinen Abonnenten oder Chabonenten in deinen Videos das Auto gemeinsam kaputt zu machen, weil dann denken die Leute, die haben das Recht, das auch machen zu dürfen, wenn du nicht dabei bist. Deswegen, ich würde das an deiner Stelle nicht mehr machen. Die Leute, die checken das nicht. So, ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, Alter. Hört auf, hierher zu kommen. Ja. Lass das Auto einfach hier, lass es chillen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nicht angeht. Nicht cool. Schade, Digga. Echt schade, echt schade. Ich muss wieder mit dem Smart nach Hause fahren. Ja gut, okay, Leute, dann war es das. Ja, nee, aber das ist das Ding, Leute. Überlegt euch mal, also Chabo, wie gesagt, checkt wie mal Chabo aus, Leute. Überlegt euch mal, ich würde ein Video machen, wie ich mit einem Abonnenten bei mir zu Hause chille. Überlegt euch mal, ich würde ein Video machen, wie ein Abonnent als Beispiel bei mir klingelt und ich würde mit dem hier bei mir zu Hause chillen. Das wäre, danach, nach diesem Video, wäre hier vor meiner Haustür Abonnenten treffen.